So, wir befinden uns hier bei Kumjetjotpark, ebenfalls in Michelin Guide. Und diese Nudeln hier gibt es seit 30 Jahren in brauner Soße. Ich habe mir hier noch ein frisches Eck dazu genommen, ein Ei und ein bisschen Tintenfisch. Ich probiere das jetzt mal. Sehr lecker. Sehr süß. Dann machen wir das Ei mal auseinander. Verteilen das schön. Das ist schön lecker. Richtig gut. Also für diejenigen, die es noch nicht kapiert haben, man kauft hier drüben auf dem Markt frisches Seafood ein. Habt ihr ja gesehen, gibt es Hupser, gibt es Lobster, gibt es Schrimps, gibt es Hummer, gibt es alles mögliche. Muscheln und auch irgendwelches Getier, das ich bis jetzt noch nicht kannte. Dann geht man über die Straße und für 100 Watt pro Kilo wird dann das Ganze in die Pfanne gehauen und man kann die Zubereitung bestimmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommt gleich was Leckeres auf den Tisch. Tolle Erfahrung, eigentlich auch wirklich ein Top-Reis und es ist vor allen Dingen as fresh as it gets, directly out from the sea. Frischer geht also nicht mehr. Ich hoffe, das wird gleich ein großer Genuss und ich freue mich tierisch. Das war sehr lecker. Die Muscheln sind mit Thai-Basilikum und Chili gemacht. Auch alles zu empfehlen, wenn ihr in Rawai seid. Guckt euch den Seafood Market an. Es lohnt sich. Ein weiteres Highlight auf unserer Michelin-Reise. Wir haben hier Muscheln, frittierte Taro. Ich habe noch nicht so wirklich rausgefunden, was das ist. Es ist wohl eine asiatische Pflanze. Und hier ist knusprig durch frittiert Schwein. Es gibt ein bisschen Sojasprossen dazu und scharfe Soße. Ich probiere das jetzt mal. Also diese Pflanze, ein bisschen wie Kartoffeln, so ein mehlig, sämiges Mundgefühl. Die Muscheln könnten für mich ein bisschen mehr durchfrittiert sein, sollen aber wahrscheinlich so sein.
ist auf jeden Fall auch lecker. Und das Schwein ist gut durchfrittiert. Lecker, guten Appetit. Ebenfalls Michelin-Stern ausgezeichneten Mormudon hat hier eine ganz besondere Atmosphäre. Und zwar ist das alles so ein bisschen sumpfig. Ich glaube, das hat den Grund, dass man an Shrimps und sowas die ganz gut züchten kann hier, genauso wie Krabben. Ich bin mal eingeladen worden von einem Freund in Malaysia, der mit mir Shrimps fischen wollte. Und der hat dann einfach den Bach des Dorfes leer, also trocken gelegt, damit kein Wasser durchfließt. Hat am nächsten Tag mega Stress bekommen, aber hat riesen Shrimps rausgeholt und Krabben. Und ich glaube, hier ist das ein ähnliches Prinzip. Es gibt auf jeden Fall sehr leckeres Essen und ich lasse mich gleich überraschen, denn wir haben die halbe Speisekarte bestellt. So, die Speisekarte ist angekommen. Ich bin ganz aufgeregt. Tolles Essen hier. Hier einmal Seegrastrauben. Säuerlich. Toll. Das hier finde ich auch ganz klasse. So, aus der Schmetterlingsblume, die blaue Klitorie. Damit wird der Reis eingefärbt. Schmeckt, schätze ich mal, wie Reis. Dann haben wir hier Flussschnecken. Tintenfisch in seiner eigenen Tinte. Auch vorzüglich, leicht süßlich. Großes Highlight hier. Gefüllter Fisch, gefüllte Fisch. Wie ihr hier seht, ist das Innere reingestopft worden. Und das sollte auch ein großes Highlight werden. Sehr interessant. Als letztes Highlight, das habe ich allerdings schon mal probiert, kommt der Bananen. Das ist aus einer Bananenstaude. Der Salat. Alles wunderbar. Und jetzt kommt hier gerade noch die frittierte Aubergine. Mit Limonenblättern anscheinend gemacht und Nüssen und hier so eine Art, naja, Dill wird es nicht sein. Wahnsinn. Ich lasse mir schmecken. Mormudon. Merkt euch das Restaurant. Ich kann es nur empfehlen. Meine Videos sollen aufmerksam machen auf die Arbeit von Rollstuhlerlebnisreisen. Rollstuhlerlebnisreisen bietet kulturelle Teilhabe für Menschen mit Behinderung, die sich diese nicht aus eigenen finanziellen Mitteln leisten können. Wir organisieren 4-Tagesreisen in die schöne Hansestadt Hamburg und 1-Tagesreisen für Menschen mit Behinderung aus dem Raum Norddeutschland, wo immer sie hinwollen. Ihr könnt jederzeit spenden. Infos findet ihr unten in der Infobox. Am besten ist natürlich, ihr werdet Fördermitglied und unterstützt uns mit 30 Euro im Jahr dauerhaft Rollstuhlerlebnisreisen durchzuführen. Außerdem könnt ihr dieses schicke T-Shirt, was ihr vielleicht schon in meinen Videos gesehen habt, erwerben für 18 Euro unter mitgliederverwaltung@giambo.de. Von hinten sieht es auch toll aus.
Ein weiteres Highlight auf der Michelin-Tour ist das Jongship Café. Man fährt hier ein bisschen hin, ist aber noch in Phuket. Hier gibt es Phuket-Style Pork, das werde ich gleich mal probieren. Ist ein bisschen kompliziert, weil, wie ihr seht, ist die komplette Karte auf Thai. Man muss sich dann mit einem Google-Übersetzer behelfen, aber das geht schon irgendwie. So, wollen wir mal die Spezialität probieren? Sehr lecker. Dieses Dressing ist so Limone, Chili und irgendwelche Kräuter, die ich nicht identifizieren kann. Und dieser Schweinebauch ist schön durchgebraten. Man hat auch so einen leicht säuerlichen Touch von dem Eingelegten. Empfehlenswert. Guten Appetit.